Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Sons of the Forest. Heute im Licht-Update, hoffe ich. Hoffentlich. Ausrüsten. Wenn ich noch nicht genau weiß. Wie das funktioniert, okay. Oh, hier habe ich noch mehr. Okay, es ist scheinbar wirklich hier auch egal, auf welcher Seite man das hat, ja. Die Frage. Inwiefern sind die miteinander verbunden? Das muss ich mal gucken, sobald hier 0 steht, wie das dann mit dem Licht ist. Okay, jetzt muss ich tatsächlich mal ein bisschen warten, ob es dann ausgeht, ob die Batterien, wie schnell die leer gehen. Vielleicht reicht eine fürs komplette Haus. Pff. Ich habe absolut keine Ahnung. Sieben. Sechs. Die haben noch 100. Drei. Zwei. Nur los. Achso, um 19 Uhr, ne? Nee. Um 18 Uhr. 18 Uhr schon? Jetzt werden sie gleich rot. Nee. Nee? Wahrscheinlich um 18 Uhr werden sie rot. Ja, jetzt. Okay, Batterie 100 Watt. Okay, eine reicht nicht. Zwei reichen. Zwei reichen. Okay, das ist cool. Dann trinke ich nochmal. Dass ich dann auch ins Bett gehe, dass ich vielleicht auch mal wieder volles Dings da bekomme. Okay. Ich möchte hier draußen nämlich auch nochmal richtig schön Beleuchtung hinklatschen. Sag bitte nicht, dass es wirklich ausschließlich Decke. Das ist tatsächlich nur Decke. Gibt es die nicht auch als... Nee, ich kann es auch nicht kombinieren. Kann ich die da drauf packen? Nee. Ah, Mist. Oh Gott. Das hat mich auch erschrecken. Okay, zwei Stück reichen. Heißt das jetzt auch tatsächlich fürs komplette Haus? Also über die komplette Nacht oder ist das nur für... Keine Ahnung, weil jetzt ist hier noch nichts passiert. Ha. Mich nervt es gerade eher, dass ich hier einfach jetzt nirgendwo weitere Beleuchtung anbringen kann.
Okay. Das Stromnetz war überlastet. Ich bin jetzt schon bei 200, keine Ahnung, 10 Watt oder so vielleicht. Krass. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, umso mehr ich mache, umso diffuser wird das Licht. Okay, wow. Ja, so ist gut. Gut, naja, ist noch okay. Gut, hier unten ist genug Licht. Ich habe das, glaube ich. Oh Gott. Ich glaube, ich habe das damals auch so gebaut, dass das irgendwie unten ist, aber. Naja. Okay, ich habe drei Batterien gefunden, so viel wie ich brauchte. Gott sei Dank. Und jetzt laden die auch wieder auf? Oder wie? Was? Die machen instant 100 Watt. Tatsache. Ja. Okay. Gut, dann werde ich mich mal ganz kurz. Warte mal, was macht der? Ach, da hinten ist er. Ich will jetzt eigentlich das hier komplett freilassen. Also, wie kriege ich jetzt hier eine Lampe hin, ohne dass ich jetzt hier Gerüst dafür extra aufbaue? Das würde so gehen. Aber ich kann ja daraus leider keine Laterne in Anführungsstrichen bauen. So. Jetzt kann ich aber leider Gottes. Halt, Moment. Vielleicht muss da auch erstmal ein Käbelchen rüber. Geht das so? Kann ich da jetzt. Ich dachte, ich kann sie da jetzt einfach ranmachen, die Lampe. Oh, es ist ärgerlich. Ärgerlich. Warum kann man die nicht an die Wand packen? Kann doch kurz hier oben bleiben. Wie könnte ich das noch ausprobieren? Was gibt es noch für Möglichkeiten oder Alternativen? Muss auf jeden Fall ein Balken sein, habe ich das Gefühl. Also ein. Okay, sieht sehr merkwürdig aus.
Ich glaube, das funktioniert. Hör ich gerade ernsthaft Musik? Das ist doch ganz weit weg. Boah, keine Ahnung, ich habe gerade irgendwie. Nee. Das ätzend. Wie bekomme ich das jetzt hin, dass die Lampen da sind? Aus dem Holz kann ich das. Nee, klar, können ja, aber das ist nix. Ich will auch keinen Balken hier irgendwie haben. Ich glaube, das wird nichts hier draus mit Licht. Ach Quatsch. Hier oben habe ich gar kein Licht. Ist ein Dachboden. Wie kriege ich draußen Licht? Doch, Mann! Das nervt mich gerade enorm. Ah. Wie weit habe ich jetzt hier eigentlich drauf? Weil ich glaube. 4, 5, 6, 7. 700 Watt. Ist eigentlich ganz schön wenig. Na ja, gut, okay, für Glühlämpchen. Ja, okay, gut, das sieht doch nach LED so aus. Dann ist es eigentlich doch schon relativ normal, vernünftig. Viel, viel. Das ist ganz schön eigentlich, ne? 700 Watt für ein paar Lämpchen? Wenn eine, keine Ahnung, so eine LED-Lampe hat, vielleicht, ich übertreibe mal, 10 Watt. Nee, die haben nicht so viel. Ich will jetzt hier nicht alle zählen. 4. Ja, keine Ahnung. Da gibt es bestimmt schon irgendwo ein Forum zu, wo das ganz genau beschrieben wird. Aber das mache ich jetzt natürlich nicht. Oh, es ist der Baum da. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Bin gerade echt am Überlegen, was ich jetzt mache. Ach komm. Ich klatsche da oben jetzt wirklich einfach alles zu. Mist.
Aber wenn die so flach drauf liegen, finde ich es eigentlich schöner. Okay. Davor? Aha. Aha. Gut, da sah das andere tatsächlich wirklich schicker aus. Aber okay, gut. So, jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich die jetzt um anschließe. Oh Gott. Boah, ich dachte, das war's jetzt. Aber es geht schon besser. Okay, nein, das sieht bescheiden aus. Der Rest muss auf den Dachboden. Scheiße. Dann ist natürlich komplett weg. Dann muss ich das von hier irgendwie machen. Ja. Okay. Muss ich es halt andersrum machen. Okay. Immer wenn es das Geräusch macht, ups, gehe ich mal davon aus, dass alles geklappt hat. Ich bin gerade überlegen, ich hätte hier einfach rüber machen können. Ich glaube, das wäre schicker. Sieht man die Kabel denn hier? Nö. Oh. Oh. Seit wann steht man denn gerade nach vorne auf? Das ist eine Arbeit hier. Habe ich die damals auch verbunden so? Das wüsste ich echt nicht mehr. Hat er sich gerade geduckt?
Ja. Kernschalten sind hier irgendwo welche. Fuck, was war das für Leck? Der hat sich selber gekillt. Hast gesagt, er hat seinen Kollegen gekillt. Oh. Nein. Wo ist der Gegner? Der soll mal hier mit herkommen. Oh, ich wollte das Schlange zumachen. Sieht bescheiden aus. Dann steh mal auf. Just wanna have noch mehr. Sorry. Genau. Und nochmal sorry, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nein, boah, es ist nicht zu glauben. Ich will es einfach nur da drauflegen. Okay. So. Und weh, du kommst da noch irgendwie rein. Gut, ich würde jetzt sagen, die kommt da nicht mehr rein. Ich hoffe es jedenfalls sehr doll. Ich hoffe, die kommt da auch wieder weg. Und
Ja, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt doch noch einen Schreibt in den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss. Ja, toll.